Hallo und willkommen zurück bei UFC 3. Ich bin der Piru und wir zocken heute weiter im Karrieremodus mit unserer Kandidatin Linda Lopez. Und die ersten zwei Fights in der World Fighting Alliance haben wir ja ganz gut hingekriegt. Könnt ihr euch natürlich gerne nochmal im ersten Teil anschauen. Und ja, wir haben uns jetzt mal ein bisschen erholt von den letzten zwei Kämpfen. Ich hatte mich auch dummerweise im Training so ein bisschen verletzt, also war nicht 100% fit. Was wohl daran lag, dass ich nicht in einem Gym war, sondern im Kellerraum trainiert habe. Das werden wir natürlich heute auch gleich ändern. Jetzt müssen wir aber erstmal eine neue Gegnerin aussuchen. Da haben wir einmal die Sonja Bogdanov, die wir, was die Strikes angeht in der Technik, haushoch überlegen sind. Es gibt allerdings auch keine andere Auswahl. Wie sieht sie denn aus? So, Grappling hat sie 66. Die müssten wir eigentlich schaffen, ohne Probleme. 4 Wochen Trainingszeit, die nehmen wir aber trotzdem mit. Ich zock das jetzt noch nicht so lange, Leute. Und wenn ihr Fehler seht, ja, schreibt sie bitte in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich finde das so ein Prozess, den man zusammen durchmacht hier. Ne? Ihr vom Bildschirm, ich hier am Joypad. Nee, also wenn ich da wirklich in die Kacke haue, lasst es mich wissen. Beziehungsweise natürlich konstruktiv, sagt mir, wie ich es besser machen kann. Ne, haben wir alle zusammen natürlich noch mehr Spaß hier. So, das Kellergym, das kannst du knicken. Das mache ich nicht mehr mit. Ich suche jetzt ein Gym. Die Frage ist natürlich jetzt, welches? Sie ist ja eine Strikerin und deshalb schauen wir jetzt mal, welches Gym dafür sie geeignet ist. Gleich, ob das hier das Legion Gym ist, es nicht. Das ist nämlich ein Ringkampfclub. So viel habe ich schon mal gepeilt mit den Gyms. So, dann haben wir hier den BJJ Club, der sich zum Ziel gesetzt hat, Jugendliche in problematischen Lebensumständen an den Sport heranzuführen. Das ist ein Jiu-Jitsu Gym. Ich weiß nicht, ob das selbst so ein Striker das ist, das glaube ich nicht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich sage das jetzt einfach mal. Dann haben wir hier ein Boxer-Gym. Das kommt der Sache schon näher, weil sie ist sehr, sehr Faust- und Kick ja, fixiert, sage ich mal. Das käme dem schon näher. Haben wir noch was? Hier haben wir noch ein Ring-Gym, das ist noch nicht für uns rentabel. Das können wir uns nicht leisten, aber wir sind ja auch keine Ringer. Das hier wäre jetzt wahrscheinlich das Optimum für die gute Linda. Ein Kickboxer-Gym, das glaube ich wäre perfekt. Aber dafür haben wir noch nicht die Kohle. Also, entscheide ich einfach mal so aus den Tiefen meines Herzens, dass wir im Boxercamp trainieren. Dann legen wir mal den Trainingsplan fest. Ich glaube, 4 Wochen waren angesetzt. Die werden wir auch ausnutzen. Wenn wir schon dafür bezahlen, na, dann ziehen wir es auch voll durch hier. So, da haben wir schon wieder eine Twitter-Nachricht von Todd Green. Das war super in der WFA. Dana White sieht sich mit Looking for a Fight nach Talenten um. Und zwar bei deinem nächsten Kampf. Zeig, was du kannst, dann kommst du auch in die UFC. Ja, das geht hier verdammt schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will überhaupt nicht meckern. Also ich bin bis jetzt mit dem Karrieremodus total zufrieden. Aber geht das nicht ein bisschen schnell? Okay. Ja, wie antworten wir? Darüber mache ich mir nach meinem Kampf Gedanken. Oder ich werde alles geben und alle überzeugen. Oder, kein Zweifel, der Weg in die UFC wird ein Klacks. Das erste ist ein bisschen unverschämt. Das zweite ist ein bisschen zu überheblich. Na, das Motto ist okay, das klingt gesund. Ich werde alles geben und alle überzeugen. Zack, weg damit. So, ja, dann wird es Zeit, sich zu beteiligen am Training. So, jetzt können wir nämlich auch lernen. Jetzt können wir auch Sparring machen. Da können wir nämlich die Fitness hochtreiben. Na, also ein paar Sachen habe ich schon geschnallt, ne? Auch trotz meines Alters. Übrigens, Leute, das muss ich euch sagen. Ich habe in der Analyse von YouTube nachgeschaut und es ist tatsächlich wahr, mein Durchschnitt von Zuschauern ist zwischen 45 und 54. Ist das wirklich so, Freunde? Also das würde ich gerne wissen. Ja, das ist, ob das wirklich wahr ist. Ich glaube das ja. Ich möchte das nicht glauben, Leute. Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Postet doch einfach mal, wie ihr, in welcher Altersgruppe ihr seid. Also ich fand das schon. Boah.
Aber hier Senioren-TV, nein, man ist ja heutzutage mit 45, 54 oder was auch immer weit vom Rentenalter entfernt. Also auch im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur metaphorisch gemeint. Aber das fand ich schon ein bisschen frech. So, Training im Park. Ist immer schön, ist idyllisch, ne? So, jetzt haben wir schon wieder eine kleine Verletzung zugezogen. Ich habe aber beobachtet, ich weiß nicht, ob das nur gefühlt so ist, je öfter man trainiert, desto mehr nehmen diese Verletzungen ab. Na, also, dass man nicht mehr so verletzungsanfällig ist. So, jetzt wird es Zeit, auch was zu lernen, damit wir zusätzliche Techniken zum Beispiel und Vorzüge auch kriegen. So, lande 20 Punches innerhalb von 25 Sekunden. Das sollte zu machen sein. Hier ist noch nicht mal eine Fehlerquote zu berücksichtigen. 25 Sekunden haben wir Zeit, 20 Punches gegen den Trainingspartner zu landen. Dafür kriegen wir die Funktionen Jab am Körper Stufe 3, den Superman Punch Stufe 2 und Kopfjäger Stufe 3. Übrigens, Superman Punch habe ich ein paar Mal probiert. Entweder ist er optisch nicht wirklich spektakulär oder die Tastenkombi funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Also ich werde es nachher mal probieren. Jetzt trainieren wir erstmal ein bisschen. Jetzt lernen wir die Punches. Bill, geht es um eine möglichst hohe Erfolgsquote bei den Punches. Genau. Also konzentrier dich und sei präzise. Ja, das werden wir probieren. Und los geht's. Weiter, das sieht toll aus. Lass nicht nach, häng dich weiter rein. Das geht besser. Super Kombination, dranbleiben. So, da läuft die Uhr mit. Exzellente Präzision. Nicht nachlassen, das kannst du besser. So. Oh, den, ja, haben wir alle drei erhalten. Gut, den Jab, den Superman Punch und als Vorzug den Kopfjäger. Dann setzen wir das auch gleich mal ein. Je früher, desto besser. So, den Jab. Stufe 2 hat er automatisch schon freigeschaltet, okay. Den Superman Punch. Ah, hier, den Jab Körper, das ist der neue. Das ist L2 und... ja. Das hier. Okay. Dann gleich aufleveln hier. Stufe 3. Sehr gut. So, wo ist jetzt der Superman Punch? Stufe 2. Zack. Sehr schön. So, das ist. Jetzt aufgepasst. Das ist links 1 und rechts 1. Ach, so sieht er aus. Nee, dann hat er auch funktioniert. Aber jetzt nicht so spektakulär aus, ne? Wenn man Roman Reigns sieht, der WWE, der Superman Punch, der sieht ja nun ein bisschen anders aus. Ich dachte, der wäre so angelehnt an diese Nummer. Ist aber nicht. Okay. Ja, wie ich jetzt drauf komme, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, ich habe ja früher WWE gezockt und wie gesagt, weil jetzt hier Grafik und Spieltechnik mich da jetzt wirklich nicht überzeugt haben, weil es auch keinen Fortschritt gibt, bin ich jetzt eben halt seit einiger Zeit bei UFC, habe mit UFC 2 angefangen, habe mir damals im Angebot geholt, jetzt ist ja aktuell UFC 3 im Angebot, habe ich da zugeschlagen und ich bin also sehr, sehr happy mit dieser Entscheidung. Also ich habe wesentlich mehr Spaß hier bei diesem Spiel. Also da wird dann grafisch wirklich voll eingeschenkt, macht Spaß. So, Kopfjäger um plus 3 erhöht das Stärkewert bei Roundhouse Kicks zum Kopf. Das ist natürlich gut, das ja, das gefällt mir. Gut, dann geht's mal weiter im Training. Was machen wir jetzt? Eigenwerbung ist wichtig, aber ich würde gerne die Fitness auf 100% hochkriegen. Ja, das ist klar. Fitnesszuwachs für eine mit Sparring verbrachte Zeit. Fitnessverlust durch einen angeschlagenen Zustand. Jede Sparringsitzung dauert eine Minute. Du erhältst ein Erfolgsrezept für deinen bevorstehenden Kampf. Okay. Also, wer jetzt neu ist in dem Spiel, so wie ich, auch trotzdem von mir natürlich der Tipp, es gibt immer einen Hinweis direkt zu deinem nächsten Gegner, was sehr wertvoll manchmal sein kann. So, und der Tipp bei Sonja Bogdanov ist, je näher du dich am Käfig befindest, desto stärker sinkt dein Grapple-Vorteil. Du solltest daher unbedingt in der Mitte des Oktagons bleiben.
gut, also die Dame grabbelt gerne. Sie grabbelt an mir rum. Okay. Schön. Dann werden wir jetzt auch mal versuchen, das hier umzusetzen. Ah, schöner Kopfkick. Na, komm. Wir müssen die Fitness steigern. Komm jetzt. Jetzt sind wir schon bei 96%, ist schon gut. So, jetzt geht es auch ein bisschen zurück, weil man soll es natürlich auch nicht übertreiben. Wenn man übertrainiert ist, das ist auch nicht gut, wie wir gesehen haben. So, ich bleibe jetzt hier mal zurück. Weil wir sind bei 102%. Ich meine, das kann ich gleich wieder ausgleichen, dass wir da so ein bisschen drüber sind jetzt. Toller Block! Ja. Ja, und jetzt sehen wir das. Jetzt komme ich schon in den übertrainierten Bereich. Das heißt, ich will jetzt mal zurückgehen, soweit möglich. Dass ich da nicht zu viel wieder abbauen muss. Jetzt sieht man das hier auch, ne? Aktuelle Fitness 108% übertrainiert. Wenn du zu stark trainierst, beeinträchtigt das deine Leistung im Oktagon. Eventuell können dir Eigenwerbungsobjekte helfen, dich zu erholen. Oder gönn dir einfach eine Pause. Wir werden eine Kombination aus beiden machen. Aber wir haben ja, wie gesagt, die vierwöchige Trainingszeit. Das heißt, wir können da locker das kompensieren. So, Social Media Post, Beliebtheit, dann machen wir doch mal. Ich bin so heiß auf den Kampf, trainiere Tag und Nacht. Ja, so ist das. Jetzt haben wir noch 10 Wochenpunkte. Werden die eigentlich in die nächste mit übernommen? Probieren wir das mal. Na, es sind wieder, in Anführungsstrichen, nur 100. Trainieren lasse ich jetzt mal ganz kurz, weil wie gesagt, wir müssen die Fitnesskurve wieder runterkriegen. Wir nehmen erstmal ein Eisbad. Okay. So, und jetzt geht schon runter. Da seht ihr es oben rechts. Sind wir von 106 auf 103 in der Fitness gerutscht. Als ob Sonja Bogdanov härter als ich trainieren würde. Den Fight gewinne ich. Sau geil. So, mehr Eigenwerbung können wir nicht machen. Wir sind bei 100% Fitness. Ich will da jetzt kein Risiko eingehen. So, jetzt sind wir bei 95, okay. Jetzt machen wir mal als Eigenwerbung. Oh, was schreibt denn Alice hier? Oh, schon weg, schade. Das ist manchmal zu schnell. Das ist, Training läuft klasse. Ich kann es gar nicht abwarten, meine Skills vorzuführen. So, jetzt werden wir mal sehen, dass wir so eine gesunde Mischung kriegen, dass wir... die Fitness aufrechterhalten und trotzdem noch ein bisschen Training und ein bisschen Eigenwerbung reinkriegen. So, defensive Ausweichskills, würde ich mal sagen, sind wichtig. Ja. Und schon wieder eine kleinere Verletzung. Leichtes Training im Park. Das machen wir mal, da dürfte jetzt nicht allzu viel passieren. Nein, Gott sei Dank. Da haben wir jetzt 98% und die Box-Drills, die sind unverzichtbar als Boxer. Okay. Und Handelschattenboxen. So, einen haben wir noch. Grappling-Verteidigungsanlässe. Da sie Raymond schreibt, hey, awesome Linda, geile Promotion. Weiter so, machen wir. So, diese Woche ist eigentlich dann vom Training ja fast perfekt gelaufen. Ist bei 100% Fitness. Hey, wie viel Erfolg in deinem Kampf? Achso, Metzera, viel Erfolg in deinem Kampf. Zeigt der LFAF was? Das war wieder zu schnell. Also das wäre das Einzige, was ich zu meckern hätte. Es wäre ganz schön bei den längeren Twitter-Botschaften, wenn man entweder ein paar Sekunden mehr hat, die zu lesen, oder wenn man sie selber wegklicken könnte. Ne? Das wäre... Okay. So, der Kampfhype ist hier natürlich jetzt noch sehr niedrig in der Liga. Also da kann man auch nicht so viel machen. Also es gibt ja keine Pressekonferenzen oder sowas. Ich glaube, da kann man auch nicht viel backen. Aber es hilft natürlich, neue Fans zu bekommen. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Kampf. Gegen die Frau Bogdanov. Und
Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch irgendwie ein Message, irgendwie Twitter oder so. Na gut. Und da ist der Ladies and Gentlemen, Mr. Dana White. And we're always looking for up-and-coming talent to sign. Back in the day, I used to scout the world looking for new talent. But I haven't done that in years. I'm looking for the next Ronda Rousey, the next Robbie Lawler, the next Conor McGregor. I'm looking for future champions. And I'm willing to go to any show, anywhere in the world to find them. Looking for a fight. Und wir sind mittendrin. Super excited about the talent on tonight's card. A lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. Tja, da geht's also heute um einiges. Wir fighten nicht nur den Sieg, sondern auch um den Sprung in die UFC. Wie gesagt, ich finde, das geht ziemlich schnell. Aber gut, warum nicht? Und los geht's. Oh, this is nice. The rockin' sockin' throwback. Punches. Okay, wir bleiben mal vom Gitter weg. Das soll ja nicht so gut sein bei der Dame. Das glaube ich jetzt einfach mal. Ah, da war der Superman-Punch. Hat das erste Mal wirklich so richtig gut geklappt jetzt auch hier in der Szene? Ach komm, Kind. Was ich immer witzig finde, bei mir klappt das nie wirklich ganz, dass ich hier aus diesem Ding rauskomme, aus dem Grappling. Also ich kann mich gegen diesen Bodenangriff nicht richtig wehren. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich glaube, es war R2 und runter. Ja? Das funktioniert irgendwie bei mir nicht. So, immer schön bedienen. Ja, jetzt auch wieder. Es ist einfach nicht machbar hier. Where's the bathroom in this joint? So, ich drücke jetzt wieder hier. Es passiert nichts. Ich krieg das nicht gebacken. Es ist wirklich nicht normal. Aus dem Gefummel hier befreien. Ja. Ja, sie steckt hier ordentlich ein. Und das war's. Beautiful, man. Ja, das war das Kapitel Bogdanov. Doch relativ schnell abgefrühstückt. So, ja, das sah doch alles recht nett aus. Schauen wir mal ein bisschen auf die Statistik im Vergleich. Vielleicht ganz interessant. 15 Wirkungstreffer bei ihr, bei uns 28. Gesamtangriffe hatten wir 60. 23 auf der Gegenseite. Takedowns 2 von ihr. Und Kontrolle 29 Sekunden bei ihr und 4 bei mir. Das ist alles okay. So, damit haben wir die Vertragsziele für die UFC erfüllt. Nämlich gewinne deine nächsten zwei Kämpfe durch Abbruch in Runde 1 und gewinne zwei Kämpfe in Folge. Das beides haben wir geschafft.
wir haben einen Fanzuwachs von 2515. Das ist alles noch sehr übersichtlich. Ist klar, wir sind ja noch in der World Fighting Alliance. Aber das wird sich alles hoffentlich bald ändern. That kid has a lot of talent and a lot of potential. We're gonna do this. We're gonna give her a shot in the UFC. Yeah, yeah, yeah. Up in the UFC. Jetzt geht's rund. Glückwunsch. Awesome Linda kann es gar nicht erwarten, dich in der UFC zu erleben. Wieder ein widerlich. Ich weiß nicht, was an meinen Kämpfen widerlich ist, Freunde. Nicht übertreiben hier, ne? Sonja Bogdanov. Hey, Awesome Linda. Wir sehen uns in der WFA oder in der UFC. Merk dir mein Gesicht. Hashtag ich komme wieder. Was möchtest du antworten? A. Wäre ziemlich interessant, nochmal gegeneinander zu kämpfen. B. Hoffentlich schaffst du den Spring zu den Großen. Sprung zu den Großen, Entschuldigung. C. Deinen Namen kenne ich nicht so richtig, aber dein Gesicht erinnert mich an jemanden, den ich in der WFAZ deppert habe. Ich mach mal das Mittlere. Hoffentlich schaffst du den Sprung zu den Großen. Das hat man so ein bisschen Spitze, ne? So, neuer Vertrag für die UFC und zwar als Rookie. Dort schreiben wir mal wie gewohnt durch Fingerabdruck. So, dann erholen wir uns erstmal. Also wir werden auf die Sonja Bogdanov auf jeden Fall nochmal treffen. Ne, sie ist also jetzt unser Rivale. Und das ist ja immer so der Knackpunkt, der Schritt zum nächsten Level gegen seinen Rivalen zu gewinnen. Schauen wir mal auf den aktuellen Rang. Gut, da gibt es natürlich noch nicht so viel zu sehen. Aktuelle Amtsinhaberin, sage ich mal. Titelträgerin ist Amanda Nunes. 17 Siege, 4 Niederlagen. Wir sind da unter ferner Liefen. Mit 3 Siegen und 0 Niederlagen. Ich will mal versuchen, die 0 auch so lange wie möglich zu halten. Und ja, wir schauen jetzt mal, was für Kämpfe uns hier angeboten werden. So, hier haben wir einmal Lauren Lawrence. Und was ist das? Dänemark? Da haben wir einige Vorteile im Striking. Zum Beispiel vor allen Dingen, was für uns sehr, sehr wichtig ist, diese Strikerin. Bisschen stärker hier die Courtney Harris. Aber auch da sind wir eigentlich von den Zahlen her recht gut dabei. Oder Emily Downs aus den USA. Fescher Haarschnitt. Wie sind die Werte mal vergleichen? Also die ist sehr schwach im Vergleich im Strike. Das wäre eigentlich fast unfair, gegen die anzutreten. Nee, jetzt ohne Scherz. Ich nehme mal den hier. Ich nehme einfach mal die Herausforderung an und nehme den oder die schwerste Gegnerin in dem Fall. Obwohl ich da auch jetzt schon von den Werten her doch stabil über ihr stehe. So, wir machen weiter mit dem Boxgym. Das hat mir sehr gut gefallen, die Ergebnisse. Wir haben hier wieder 4 Wochen Trainingszeit. Sonja Bogdanov meldet sich wieder. Hey, Awesome Linda, ich hatte dir doch angekündigt, dass ich mir die schnappen werde. Ich habe gerade meinen UFC-Vertrag unterschrieben. Ja, das ist schön. Ja, genau, jetzt provozieren wir mal ein bisschen. Zeig mir das Kampfangebot und dann sehen wir weiter. So. Gab gleich 20 Fans mehr. Okay. Schön. Training. So. Ich würde mich jetzt erstmal, da ich noch nicht so viele andere Techniken habe, auf die Striking-Fähigkeiten konzentrieren. Aber natürlich auch Beinstärke und Beinarbeit, das sind wichtige Sachen. Leichtes Training im Park hört sich so Lulu an, aber wie man hier sieht in den Attributen, damit steigert man Beinarbeit, Körperstärke und Beinstärke. Finde ich beides auch unverzichtbar im Kampf. Box-Drills, brauchen wir nicht drüber reden. Er ist klar, ist gekauft. So, BJJ Comes. Submission Offizier. Ja, wir nehmen das mal vorsichtshalber mit. Wer weiß, wann man mal in eine blöde Submission-Situation kommt.
Übrigens, ich bin, das war ich bei WWE auch nicht, kein großer Fan der Submission-Funktion. Ich bitte euch da ganz einfach um Verständnis, dass ich da hier die leichte Submission eingestellt habe. Ich muss auch echt sagen, vielleicht bin ich zu blöd, vielleicht bin ich zu alt. Ich steige auch durch diese Submission-Technik irgendwie nicht wirklich durch. Ich finde die auch ziemlich willkürlich. Ja, aber vielleicht habt ihr ein paar Tipps, dass ihr mich noch überzeugen könnt, dass ich die normalen Submission-Funktionen nehme. Ich bin da ja gerne für Vorschläge und Tipps offen. So, nächstes Training zum Lernen. Lande 10 Punches innerhalb von 15 Sekunden. Belohnung wäre Hakenkörper Stufe 3, Lead Ellbogenstoß Stufe 3 und Clara Kurs Stufe 1, was ein Vorzug sein dürfte. Probieren wir es rein, einfach mal. Sollte aber machbar sein. In Will ist eine möglichst hohe Erfolgsquote bei den Punches gefragt. Also pack mal deine Präzision aus. Okay. Gute Präzision. Super, wie präzise du bist. Sehr gute Präzision. Ja, das war eine richtig So, nur gute ein verpasster Strike, das ist schön. Ja, das war jetzt einfach easy peasy, ne? Da haben wir natürlich alles abgesahmt. Setzen wir auch gleich ein. So. Da haben wir einmal den Haken. Körperstufe 3, sehr schön. Und was haben wir noch? Ellenbogenstoß Stufe 3. So, dann haben wir noch einen Vorzug bekommen. Müssen wir erstmal sehen, was der uns bringt. Also Striking auf jeden Fall. Okay, klarer Kurs. Erhöht die Präzision beim Ausführen von Strike-Serien. Ganz tolle Sache. Immer her damit. Jo, da hat sich doch schon mal gelohnt. Dann wird es Zeit für ein bisschen Eigenwerbung. So, erstelle ein Videospiel-Streaming-Konto. Das finde ich zum Beispiel eine geile Idee. Das haben sie witzig gemacht. So, ich habe mir jetzt so ein Gaming-Stream-Konto zugelegt. Freue mich auf euch. Hashtag Zocker. Willkommen in unserer Welt. Die Idee finde ich richtig knorke. So. Ich würde sagen, in der Runde jetzt hier in der Woche machen wir mal so ein bisschen hier Eigenwerbung. Geben wir mal ein bisschen Gas, ne? Also wir haben noch 30 Wochenpunkte, das passt genau hier. Reinige die Matten nach dem Training. Okay. Kein Kommentar? Okay. Und dann nochmal ein Social Media Post. Sorge dafür, dass sich deine Fans auf deinen nächsten Kampf freuen. Machen wir doch gerne. Ich kann mein UFC-Debüt kaum erwarten. Die gesamte Division wird ein Auge auf mich werfen. Naja, gut, die soll man nicht ganz so angeben, oder? So, hier können wir beim Sparring noch ein bisschen wieder lernen über unseren Gegner. Unser Tipp für Courtney Harris: Kämpfer, die nicht nur austeilen, sondern auch einstecken können, sind gefährlich. Geh auf den schnellen Takedown. Okay, also da müssen wir wirklich schnell rauf auf die Olle, damit die ja unten bleibt. Ja, dann versuchen wir doch mal hier unser Glück. Also mit dem Sparring finde ich eine tolle Idee. Das ist richtig geil umgesetzt, macht Spaß. Bam, der saß richtig. Und zack, sehr schön. Schade, ist nicht. Klasse Block! Ich war zuerst auch ein bisschen irritiert. Die haben ja die Blockfunktion ein bisschen auf den Schultertasten verlegt. Da habe ich schon einige für eingesteckt, weil ich immer noch bei der alten Tastaturbelegung bin. Falls ihr UFC 2 gespielt habt, kennt ihr das bestimmt. Es ist eben halt die Macht der Gewohnheit, ne? Man zockt das ewig lang mit dieser Tastaturbelegung. Die kann man natürlich auch wieder ändern, aber Voller Block. da musst du wieder andere Funktionen umlegen oder neue Funktionen, die vielleicht wichtig sind. Das wäre ja schade. So, 103 Fitness. Ja, gut, da sollten wir natürlich jetzt so jetzt eigentlich nichts weiter machen, weil sonst ist es wieder drüber.
Das wäre nicht gut. Hey, Awesome Linda, runter von der Couch oder ab mit dir ins Gym. Ja, wir sind schon mittendrin. So, letzte Woche des Trainings. Da trainieren wir nochmal ordentlich. Wir sind bei 95%. Da ist es jetzt gut überlegen, wie wir das verteilen. Die Beinarbeit ist wichtig, genauso wie die Striking-Ausdauer, das machen wir. Beinstärke sind wir schon recht hoch. Beinarbeit, Körper- und Beinstärke. Boxdrill ist noch ein bisschen drauf. Ja, okay, komm hier. 98. Ja, ich hab da wirklich so. Ich hab daraus gelernt, mit der Fitness ist nicht zu spaßen, liebe Freunde. Wirklich geplant, versuchen da vorzugehen. Und schaut euch das an, keine Verletzungen. Yes! Ja, mehr geht auch nicht. Ne? Also das wollen wir auch nicht übertreiben. So, ja, die Fitness ist optimal. Das heißt, ab geht's in unseren ersten UFC-Fight. Wir dürfen auswählen. Ich bin immer ein Fan von der Alternativ-Trikot-Sache hier. Zack. Los geht's. Dana White macht sich auf die Suche nach einem Fighter und findet Linda Lopez. Die vielversprechende Bantamgewichtlerin Linda Lopez zeigte mit ihren überragenden Leistungen gegen die regionale Konkurrenz, dass sie bereits am Beginn ihrer MMA-Profikarriere auf dem besten Wege zum UFC-Vertrag war. UFC-Boss Dana White wollte sich das natürlich nicht entgehen lassen und machte sich mit Matt Serra, Din Thomas und der Looking for a Fight Crew auf den Weg, um herauszufinden, ob dieses Talent tatsächlich so gut war, wie alle behaupten. Und es gab keinen Zweifel, demnach folgt dann auch endlich das UFC-Debüt von Lopez. Hey everyone, I'm Megan O'Leary and this is your UFC Minute. The UFC returns this weekend with a fresh face who is destined to make headlines. When UFC President Dana White went looking for a fight, he was hoping that he would end up with a future UFC star. And those are the expectations after he signed a regional champion who has dominated the local women's bantamweight circuit en route to her octagon debut this weekend. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Und nun erwartet uns ein so, Kampf im Bantamgewicht der Frauen zwischen Cyclops und Awesome. So, das erste Mal im großen UFC-Ring. Wollte ich schon sagen, Octagon. Entschuldigung, ich bin WWE geschädigt. Es geht ins Octagon. So ein Sieg bei Looking for a Fight, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Das zeigt, was sie kann. Was sie für ein enormes Potenzial hat. Heute können wir also direkt mal sehen, wohin es mit ihrer UFC-Karriere gehen kann. Bei ihr muss man natürlich immer wieder mit grandiosen Strikes rechnen. Sie hat ja schon so oft gezeigt, was für eine fantastische Strikerin sie ist. Ich bin mal gespannt, ob sie ihre Taktik auch heute umsetzen kann. Ja, das sind wir natürlich auch. Ja, mal sehen, was die Kollegen gleich zu unserer Kontrahentin zu sagen haben. Da gibt es ja auch immer ein paar gute Tipps. Und da kommt sie. The Cyclops. Cyclops. Hier bei ihrem Einmarsch ins Octagon. Aus England. Ich habe die Fahne völlig durcheinander gehauen. Natürlich, rot auf weiß ist England. Sorry. Es ist immer wieder vor allem ihre Vielseitigkeit, die sie so erfolgreich macht. Ja, die kannst du einfach nicht ausrechnen. Die hat nicht nur die eine Taktik, die sie immer wieder einsetzen will. Die beherrscht so viele verschiedene Strategien. Das ist immer wieder unglaublich. Eine süße Einzugsmusik, ne? Dum, 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 dum. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpferinnen in diesem Bantamgewichtsfight. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpferinnen. Nur 4 Jahre trennen sie. Und werfen wir auch noch einen kurzen ja, wir haben ein bisschen Blick auf höhere Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine leicht unterschiedliche Reichweite.
Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Bantamweight Division. Introducing first, fighting at the blue corner, making her UFC debut here tonight. She stands 5'9" tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Mannheim, Germany, Lopez. Yes. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner. This woman is a mixed martial artist holding a professional record of 6 wins, 2 losses. She stands 5'8" tall, weighing in at 134 pounds. Cyclops. Schon witziger Name für eine Frau, ne? Cyclops. Okay. So, jetzt Daumen drücken, 10 kreuzen, ab geht's in den ersten UFC-Fight. Und damit kann es jetzt also losgehen, hier in der MGM. Die will nicht abklatschen hier. Okay, dann gibt's gleich einen Button, sowas mag ich nicht. Unhöflichkeit ist... Ach, was ist denn da los? Komm hier, Mädchen. Ist das dein fucking Ernst? Ja, sie steht wieder, aber ich glaube, sie ist verletzt. Schöner Treffer von Cyclops. Hier will keiner zurückstecken. Dirk hat gesessen, voll auf den Körper. Was für ein Kick und wieder zum Körper. Nein, der Schlag kommt nicht an. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Ja, der Superman Punch. Ich finde den geil. Ich finde den richtig geil. Der macht Spaß. Oh, jetzt will sie es zu Ende bringen. Das war ein kurzer und sehr knackiger Einstand. Die hatten Wumms, die Kleine. Sie war in diesem Kampf Linda Lopez, unsere Fighterin hier. Und das hat sich richtig ausgezahlt. Sie hat ihre Gegnerin kalt Gut, jetzt sind wir hier noch in der leichten Sehen wir uns mal unsere Wiederholung des Kampfes an. Division mit diesem Treffer in der UFC. Kommt es dazu, die Mädels sind relativ einfach, denke ich mal, da niederzumachen. Das wird sich bald ändern. Das ist der Niederschlag. Trotzdem natürlich sehr schön. Aber gerade hier hat man ja noch Zeit, so Sachen auszuprobieren, wie neue Punches oder neue Kicks. Mit einem herrlichen K.O. holt sie sich also am Ende den Sieg. Ich hätte gerne den Superman-Punch gerne nochmal in der Zeitlupe gesehen. Und aber jetzt ist wieder nur der Zieltreffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest at 41 seconds of the very first round. 41 Sekunden, knackig. Und hier ist sie, die Siegerin durch K.O. Ja, ein optimaler Einstieg in die UFC, so soll es sein. Schön. Ach, ja, in den Statisten gibt es hier nicht viel zu sehen, dazu war es eben halt zu kurz der Kampf. Aber wir haben jetzt einige Goat-Fortschritte zu verzeichnen, wie ihr hier seht. So, unsere nächsten Vertragsziele. Gewinne alle Kämpfe durch Abbruch. Also 5 müssen wir schaffen. Einen haben wir jetzt schon absolviert. Fanzuwachs 21.077. Das ist niedrig. Also ich finde es natürlich als Anfänger sehr hoch. Aber sehr schön. Das ist toll. Zufriedenstellend auf jeden Fall. Und hier die Reaktion auf unseren Kampf. Guter Debütkampf, Glückwunsch. 1-0-Niederlage in der UFC, das fühlt sich doch sicher sensationell an. Und was haben wir hier noch? Was für ein super Sieg im Debüt. Kompliment. Das hören wir gerne. Megan hat uns geschrieben, grandioser Sieg, awesome Linda. Wie geht es jetzt weiter für dich? Was antworten wir sie? Ich würde sagen, Backslash, Hashtag Riesenehre. Wir sind ja eine Nette. Die aber auch austeilen kann, wenn es sein muss, auch verbal. Ich werde aber versuchen, so Mittelweg zu finden. So, Erholung simulieren, das machen wir mal. So. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier wieder mal eine kleine Pause. Ja, wir haben uns verabschiedet aus der WFA, aus der World Fighting Alliance und haben den ersten UFC-Kampf
sauber und kurz und knackig absolviert. Und ich hoffe, es geht so weiter. Wir sehen noch ein paar schöne Fights. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja, wenn euch das Video gefällt, natürlich bitte nicht vergessen, mal ein nettes Like hinzuschieben, tut niemandem weh. Ich freue mich natürlich auch, wie gesagt, immer auf Kommentare, wenn ihr seht, wenn ich Fehler mache im Gameplay, zum Beispiel im Training und so, wenn mir da die erfahrenen Spieler mal so ein bisschen ein paar Tipps auch zukommen lassen, auch dafür bin ich dankbar. Wenn die Glocke läutet natürlich, dann verehre ich euch und liebe ich euch, weil dann habt ihr den Kanal abonniert und verpasst keine Folge mehr. So, ja, das war's von mir für diesmal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier in der UFC 3. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.